Wir treffen das Kind Ursula K., geboren 1953, illegal der Anne-Karl. Das Kind kommt aus einer fahrenden Sippe aus Oppelfarz. An der Sanierung gerade dieser jenischen Familie sind wir zusammen mit den heimatlichen Behörden aufs Höchste interessiert. Es muss unter allen Umständen verhütet werden, dass auf dem Umweg über ein uneheliches Kind ein neuer Ableger der Vagantität entsteht. Das war ich. Ein neuer Ableger der Vagantität. Das Mädchen Caroline S., geboren 1952, stammt aus schwierigen familiären Verhältnissen. Das bin ich. C'est moi. Psychiatrische Klinik Münsterlingen. Der Patient Christian H., 11 Jahre, hat starke Verstimmungszustände, ist empfindsamer geworden und braust rasch auf. Das hätte ich nie sein sollen. Entlassungsschein der katholisch-klösterlichen Erziehungsanstalt Bad Knutwil. Vorsicht! Der 18-jährige Mario D. ist gewalttätig und sozial stark geschädigt. Das bin ich nicht! Das bin ich nicht. Meine Akten von Bad Knutwil haben sie alle verbrannt. Lustigerweise, da ist Führer gekommen. Ich bin entlohnt worden mit nur so einem Zettel. Mit so einem Zettel, auf dem stand: Vorsicht, gewalttätig und sozial stark geschädigt. Das war das Einzige, was sie mir gegeben haben, als sie mich in die Freiheit entließen. Der Zettel und 10 Franken. Ich heiße Mario. Mario, das ist der Name, den mir meine neuen Eltern gaben. Meine richtigen Eltern habe ich nie gesehen, aber ich habe sie auch nie gesucht. Ich bin an der Grenze geboren, in Italien. Die ersten Jahre bin ich im Waisenhaus gewesen, in Bergamo. Bis 5 bin ich dort gewesen. Dort habe ich noch Gianni geheißen. Dort war es gut. Dort hat man mich nicht angefasst, nicht geschlagen. Dort hat es eine Schwester gehabt, Maria. Die habe ich gern gehabt. Ja, wer ist es denn? Doch der mit den schwarzen Haaren, oder? Richtig, der mit den schwarzen Haaren. Das ist der Gianni. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Gern. Buongiorno, Maria. Buongiorno, dottore Zanetti. Questo sono signore e signora D. dazu Rigo. Sie sind hier wegen Gianni. Ah, sì, certo. Piacere. Piacere. Allora, Gianni, vieni qui, per favore. Mario. Er heißt jetzt Mario. Cosa, per favore? Er heißt jetzt Mario. Ah, sì, certo. Mario, kommst du bitte? Gianni, vieni qui, per favore. Das sind Herr und Frau D. aus Zürich. Sag guten Tag. Buongiorno. Du hast großes Glück. Du hast jetzt Eltern. Sie haben ein großes Haus am See. Questi sono i tuoi genitori. Il signore è il papà e la signora la mamma. Sali Mario. Look, wir haben dir etwas mitgebracht. Doch. Fällt es dir nicht? Da! Das haben deine Eltern für dich mitgebracht. Da, nimm. Prendilo. Du nimmst das jetzt. Ja, prendi. Du nimmst das jetzt gefälligst. Sie müssen Geduld mit ihm haben. Er ist ja erst 5. Ja, das weiß ich noch ganz genau. Wie der Dr. Zanetti mir eine Ohrfeige gegeben hat und ich da Nasenbluten bekommen habe. Und dann habe ich in die Hose bieselt. Ja, das weiß ich noch. Das ist mir wirklich geblieben. Ich bin doch verschrocken vor diesen fremden Leuten. Ich wollte natürlich nicht mit. Ich wollte da bleiben, bei der Schwester Maria.
Ja gut, ich bin dann mit meinen neuen Eltern mit dem Zug von Bergamo auf Thalwil. Ich habe kein Wort gesagt. Ich glaube, für mich ist es ein Schock gewesen, weil ich habe da nichts mehr geredet und nichts mehr gegessen. Urseli wird ein nettes, kleines Mädchen. Eine Zeit lang probierte sie uns abzuschleichen. Und wir haben uns gesagt, dass ihr das im Blute liege. Hoffen wir, dass wir aus dem dreijährigen Kinde durch Erziehung ein nettes Menschenkind erhalten, trotzdem ich mich nicht etwa Illusionen hingeben will. Die vagantischen Züge haben sich weiter bestätigt. Heute schäkerte die Vierjährige mit einem Jungen, gab ihm gar einen Kuss auf den Mund. Überhaupt lügt es die meiste Zeit, sobald es den Mund aufmacht. Warum dürfen die solche Sachen über mich schreiben? Auf Veranlassung des Schulrates von katholisch Altstetten hatte sich die Jugendschutzkommission mit den Verhältnissen der 14-jährigen Schülerin Carol S. zu befassen, nachdem sie innerhalb kurzer Frist 4 unentschuldigte Schulabsenzen aufwies und in ihren schulischen Leistungen merklich nachließ. Das stimmt schon. Ich habe viel Sechelekol. Wie sagt man? Geschwänzt. Genau, geschwänzt. Aber zu Hause hat das keiner gemerkt. Die waren viel zu beschäftigt mit ihrem Waffelladen. Und dann bin ich da eben manchmal nicht hin, in die Schule. Weil ich mich geschämt habe. Wenn der Vater wieder getrunken hat, dann hat er immer das Fenster geöffnet, mitten in der Nacht, und alle haben es gehört. Sie müssen sich das mal vorstellen. In diesem Kaff, in Altstetten, wo alles so eng ist, wo jeder jeden kennt und kontrolliert. Tu ne peux pas respirer. So eng und so katholisch. Und der Erwin hat eben getrunken, weil er traurig war. Wegen dieser unglücklichen Liebe. Weil meine Mutter eben so eine unglückliche Liebe hatte. Also habe ich erst viel später verstanden. Jetzt träumt sie wieder von ihrem Soldaten. Ich habe jetzt seit Oktober kein Wort mehr über ihn gesagt. Das sind 6 Monate und damals habe ich nur von ihm gesprochen, um damit teilen, dass er gestorben ist. Du redest und träumst die ganze Zeit von ihm. Ich habe gedacht, es freut dich, dass er tot ist. Ich habe gedacht, du hörst dann auch von ihm zu reden. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wer dich nimmt, wenn ich eines Tages die Schnauze voll habe? Ich hab nur gesagt, dass er tot ist. Ohne mich wärst du immer noch an diesem Kaff in Niederbayern. Das da wird bekreckhaft. Du hebst Schnorre. Primitiv ist sie, diese Frau. Noch nie so eine Frau gesehen. Irgendwann hat er dann immer das Fenster geöffnet. Hat hier schon mal jemand so eine Frau gesehen? Primitiv ist sie, diese Frau. Und Mutter hat angefangen zurückzuschreien. Was willst du? Komm her, wenn du das willst. Ich verstehe dich eigentlich. Red Deutsch. Was willst du denn? Ja. Irgendwann sind sie dann immer aufeinander losgegangen. Du musst nicht glauben, dass du was sagst. Und dann hat Mutter davon geredet, nach Deutschland zurückzugehen. Carolina, geh mal. Ja, gerne. Ich weiß sowieso nicht, warum du ausgerechnet den da geheiratet hast. Wehe, ich hab mich eingemischt. Dann haben sie sich sofort verbündet. Schämst du nicht, so über deinen Vater zu reden? So, nö, Fräulein. Da hat es mich halt verplatzt. Da hab ich es halt gesagt. Du schreist mir doch nur an, weil ich nicht deine Tochter bin. Ich weiß es. Der Soldat ist mein Vater. Ich weiß auch, dass er noch lebt. Mama! Marie? Nix weißt du. Gar nix. Ich war 11, als ich im Mutterschrank die Schachtel mit den Briefen gefunden habe. Den Briefen von meinem richtigen Vater. Er war amerikanischer Soldat. Er war wegen dem Krieg nach Bayern gekommen. Heute sage ich, ohne Hitler gäbe es mich nicht. Mutter war im 8. Monat schwanger, als er nach Vietnam eingezogen wurde. Und sie, les grands-parents, also
Ihre Eltern, sie haben sie gezwungen, einen neuen Mann zu suchen. Und da ist Mutter in die Schweiz, pour gagner de l'argent, und hat Glück gehabt, weil der Erwin sie genommen hat. Aber der Soldat ist zurückgekommen und hat Mutter und mich verzweifelt gesucht. Und der Großvater hat gesagt, er solle Mutter in Ruhe lassen. Er solle ihr neues Glück nicht kaputt machen. Und da ist er wieder nach Amerika zurück. Ja, hatte einen Schock, als ich diese Briefe gelesen hatte. Ich meine, ich habe das die ganze Zeit mit mir rumgetragen. Sehr, sehr lange. Ich meine, ich habe schon gespürt, dass da etwas nicht stimmt. Sowas spürst du ja als Kind. Und dass sie immer streiten wegen mir. Aber ich wusste halt nie, warum. Ich wusste nur, je suis coupable, dass ich schuld bin. Für mich war in dieser Familie einfach kein Platz. Ich rauche zu viel, ich weiß. Stört es eigentlich, dass ich so viel rauche? Ursul Alfred Siegfried. Alfred Siegfried, wegen Unzucht mit einem minderjährigen Knaben verurteilt. Nach seiner Verurteilung Verantwortlicher des sogenannten Hilfswerks Kinder der Landstraße der Stiftung Pro Juventute. Vormund von über 600 Kindern, darunter Ursula. Es gibt in der Schweiz eine ganze Anzahl von nomadisierenden Familien, die das Land durchstreifen, daneben zahlreiche Kinder erzeugen, um sie wiederum zu Vaganten, Trinkern und Dirnen heranwachsen zu lassen. Man lässt das Unkraut fröhlich weiter ins Zeug schießen. Wer die Vagantität erfolgreich bekämpfen will, muss versuchen, den Verband des fahrenden Volkes zu sprengen. Er muss, so hart das klingen mag, die Familiengemeinschaft auseinanderreißen. März 1953, Ursula K., 3 Monate alt. Von der Polizei abgeführt an einen... Erstens. Pflegeplatz in Rüti, Zürich. Verlegt ins... Zweitens. Kinderheim Friedheim, Rüti, Zürich. Drittens. Pflegeplatz in Samedan, Graubünden. Viertens. Kinderheim St. Ursula, Deitingen, Solothurn. Fünftens. Kinderheim Lamania, Celerina, Graubünden. Sechstens. Zurück zur Mutter bzw. Kinderkrippe St. Gallen. März 1954. Ursula K., 15 Monate alt. Verlegt ins... Siebtens. Kinderheim auf Berg, Basel-Land. Achtens. Zurück zur Mutter bzw. Kinderkrippe St. Gallen. Neuntens. Spital St. Gallen. Zehntens. Kinderheim Lamania, Celerina, Graubünden. Stopp. Mario D., geboren 1961 in Bergamo, Italien. 1966 nach Thalwil adoptiert in eine Villa am Zürichsee. Mario. 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 Ich bin in meinem Zimmer gehockt und habe aus dem Fenster geschaut. Auf den See, die ganze Zeit. Aus so einem kleinen Fenster in meinem Zimmer, einfach auf den See geschaut. Mario. Na, gefällt es dir hier bei uns? Der schöne Garten, der See. Das ist jetzt so schön bei uns, das ist doch besser als im Kinderheim, meinst du nicht? Miau. Ja. Und die Katze? Das Mauzele, gefällt's dir? Mauzele. Mario, kannst du deiner Mutter nicht ins Gesicht sehen? So, sag doch was, ich rede mit dir. Wieso redest du nicht mit mir? Hä? Was habe ich dir getan? Hör auf. Hör auf. Hör auf zu weinen. Also davon weint man doch nicht.
Jetzt bisselt er wieder, der Schweihund. Es stimmte, dass das Haus schön war. Aber so eine Marmortreppe kann hart sein. Die Mutter hat gesagt, ich sei die Treppe heruntergefallen. Was auch gestimmt hat. Irgendwie und irgendwie halt nicht. Einmal, das weiß ich noch, hat die Frau auf dem Spielplatz zu meiner Mutter gesagt, sie soll aufhören, mich so sehr zu schlagen. Die Mutter hat gesagt, wart nur, bis wir daheim sind. Wenn sie mich wieder verschlagen hat, durfte ich nicht in den Kindergarten. Ich musste warten, bis es verheilt war. So zeigt man sich nicht draußen, hat sie gesagt. Ursula K., 7 Jahre alt. 13. Kinderheim Hofbergli, Rehe, Tobel, Appenzell, Ausserrhoden. 14. Pflegefamilie, Wesen, St. Gallen. 15. Erziehungsheim, Burg Rebstein, Altstetten, St. Gallen. 15. Spital St. Gallen. 16. Erziehungsheim Lindenhof, Kurwalden, Graubünden. 17. Ursula K., 11 Jahre alt. 18. Pflegefamilie, Taverne Tessin. 19. Erziehungsheim Jungenrieh, Altstetten, St. Gallen. 20. Art Goldau, Schwyz, zurück zur Mutter. Ja. Mutter? Was denn jetzt schon wieder? Der Oswald. Was ist mit Oswald? Immer wenn du arbeiten gehst. Jetzt hör mir mal zu. Oswald ist der Beste, den ich je hatte. Welche Nummer? 21. Bürgerheim, Ibach, Schwyz. 22. Hausangestellte, Kirchberg, Zürich. 23. Insassen im Altersheim, Oberpfalz, Graubünden. 24. Pause. Was die Eltern bei uns eingegriffen haben, was die Behörden bei uns eingegriffen haben, da war Mutter selber schuld. Das war das eigentlich Tragische. Sellerschuss tragik. Dass sie sich Hilfe holen wollte bei den Behörden und dann ist eben das Gegenteil passiert. Das war noch bevor Erwin angefangen hat zu trinken. Da war ich erst 9. Was ist jetzt wieder nicht gut mit diesen Strumpfhosen? Dass man Dora sehe. Ja, Dora? Hindurch. Wohin durch? Durch das Bein hindurch. Und rot ist die halt auch. Was ist mit rot? Wegen dieser Strumpfhose darf ich nicht mit auf die Schulreise, hat der Lehrer gesagt. Was ist falsch an dieser Strumpfhose? Dass ich die Jungs nervös mache, hat der Lehrer gesagt. Strumpfhose ist ihr zu klein, die rutscht ihr runter über den Po. Und wenn sie sich bückt, halt mal die Beine zusammen in deinem Alter. Du holst die Goschen! Du, ich geh mir jetzt beschweren! Was ist falsch an dieser Strumpfhose, Herr Bürgermeister? Gemeinde Ammann, Ihre Tochter beantwortet jetzt erstmal ein paar Fragen. Aber wovon reden Sie? Herr Gemeinde Ammann, ich möchte, dass... Oh, Herr Gemeinde Ammann, ich möchte, dass meine Tochter morgen auf die Schulreise zur Besichtigung der Burgruine mit kann, wie alle anderen auch. Verbrechen Sie mich nicht, haben Sie überhaupt keine Manieren? So, Karl. Wo hast du den Philipp angefasst? Hör auf, deine Mutter anzuschauen. Mich schaust du an. Wovon reden Sie? Karl? Wo du ihn angefasst hast. Von wem spricht der Karl? Ach, Sie wissen gar nicht, dass Ihre Tochter Besuch hatte. Die Eltern des Jungen
wollten Anzeige erheben gegen ihre Tochter wegen Verführung eines Kindes. Eines Kindes? Was denn für ein Kind? Carol, wir haben nichts getan. Habt ihr nicht Drückstellett? Was heißt es? Doktor spielen. Na, siehst du. Und wo hast du ihn überall angefasst, den Philipp? Ich habe nur gehorcht, an seiner Brust. Und womit gehorcht? Mit dem Mund? Mit dem Mikroskop, das habe ich gesagt. Ach so, bist du dran. Und hast du dabei deine Hand auf seine Brust gelegt? Oder auf seinen Bauch? Oder auf seinen Hals? Oder auf seinen Rücken? Oder auf seinen Po? Ich weiß nicht mehr. Wenn du dich vorgebeugt hast, musst du deine Hand ja irgendwo hingelegt haben. Oder hast du deine Hände etwa zwischen deine Beine geklemmt? Nein! Wo waren dann deine Hände? Herr Gott! Was haben Sie gegen mein Mädchen? Im Gegenteil, mir ist das Ansehen Ihrer Tochter etwas wert. Die eine Hand war im Stethoskop. Wo war die andere? Auf seiner Schulter. Und die Schulter war nackt? Nein, er hat ein T-Shirt. Auf dem T-Shirt hast du gehorcht. Der Junge sagt, du hättest ihm gesagt, er soll über deinen Rücken streichen. Hört's auf, es reicht! Und dann über deinen Po und dann zwischen deine Beine. Einer Frau wie Ihnen gehört das Kind weggenommen. Recht herzliche Gratulation, eine ausgezeichnete Leistung von möglichen 12 MTL. Macht euch bitte Platz. Er redet nicht. Er bistet jede Nacht ins Bett mit dem Stift auf dem Gesicht. Ja. Ja, vermutlich hat er schlechtes Blut von seinen Eltern. Am besten wäre es, wenn wir ihn zurückgeben. Ja, ich würde mich. Wir haben unterschrieben. Ja, aber wir haben unterschrieben. Ja. Ja, Pafis geht's nicht, ganze Pafis. Wir können den nicht einfach so zurückgeben. Sitzt den ganzen Tag am Fenster und glotzt hinaus. Jetzt mach doch etwas! Ich? Ja, du! Ja? So. Jetzt ist aber finito! Der Wahrheit nahm es Ursula nie so genau, sodass wir an krankhafte Lügenhaftigkeit erinnert waren. Sogenannte Pseudologia Fantastica. Ich hätte aufhören sollen. Aber ich las weiter und weiter, bis zur letzten Seite. Es war wie eine Sucht. Was kommt jetzt noch? Was kommt jetzt noch? Das Entsetzen steigerte sich, bis ich mir sagte, nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und Kunststück habe ich verloren. Weil das Mäppchen mit meinen Zeugnissen, das verfolgte mich ja von Heim zu Heim. Da kam nicht ich, sondern die aus dem Mäppchen. So hatte ich natürlich nicht den Hauch einer Chance. Von Anfang an nicht. Nur wusste ich das damals noch nicht. 28.03.1966. Jugendschutzkommission Altstetten. Mutter und der Adoptivvater von Carol S. traten zur Nachtzeit unter Einfluss von Alkohol schon öfter skandalös in Erscheinung. Die Tochter leidet unter den schwierigen familiären Verhältnissen und benötigt sofort konsequente Führung und Beaufsichtigung. In letzter Zeit mehrten sich rasch wechselnde Freundschaften mit Knaben, die den ordentlichen Mitschülerinnen zum Ärgernis wurden. In der hiesigen Schule ist sie infolge ihres mehrfachen Versagens disziplinarisch untragbar geworden. Die Eltern sehen selber ein, dass im Interesse des Jugendschutzes vormundschaftliche Maßnahmen anzuordnen sind. Wir beantragen ihn in Anwendung von Artikel 283 und 284 ZGB.
Erstens, es sei zum Schutze des Kindes Carol S., für dessen Betreuung bis zur Volljährigkeit ein Beistand als Patron zu ernennen. Zweitens, es sei das Kind Carol S. für die Dauer von 2 Jahren in einem geeigneten Erziehungsinternat unterzubringen. So, wenn Sie hier noch unterschreiben, das macht dann 10 Franken Beschlusstaxe, 16 Franken für das Protokoll und die Abschrift, 2 Franken für Porto und Telefon. Wollen Sie gerade zahlen oder lieber auf Rechnung? Auf Rechnung. Und so bin ich mit 14 zum ersten Mal ins Internat gekommen. In die Töchternschule in Schaal. Ich weiß nicht, wie meine Eltern es geschafft haben, das zu bezahlen. Was geht über Bayekuchsedeko? 80 Stunden im Monat. Ja, vielleicht lernen Sie dort endlich mal anständig. In 2 Monaten ist die 15, die Schule ist vorbei. Sie kann in der Fabrik arbeiten oder uns im Laden helfen. Wozu noch ein Jahr dort in einem Heim verkommen, wenn sie arbeiten kann? An den Präsidenten der Jugendschutzkommission Altstetten, Amtsvormund. Ich möchte Sie höflich ersuchen um Aufhebung des Beschlusses der Vormundschaftsbehörde vom März 1966. Gründe? Carol hat ihre Schulpflicht erfüllt. Sie hat sich gut geführt, gewünscht, sowie auch die Eltern in das Erwerbsleben treten zu können. Meine Frau leidet sehr darunter, wenn sie Carol nicht bemuttern kann und ihr Nestwärme geben kann. Was eine Tochter braucht. Solange die Eltern noch leben, sollen die Kinder nicht ohne Grund von dem Elternhaus entzogen werden. Es zeichnet hochachtend Erwin S. Stattgegeben. Im Falle einer Nichtbewährung der nunmehr 15-jährigen Tochter müsste die Nacherziehung in einer geeigneten Anstalt, eventuell unter formellem Entzug der Elterngewalt, verfügt werden. Mit vorzüglicher Hochschätzung der Gemeinde Ammann A.S. Dass man als Frau den Beruf lernt, den man will, war für eine wie mich nicht vorgesehen, für Frauen aus meiner Schicht. Wir sollten Geld verdienen und dann einen finden zum Heiraten und dann war man auch versorgt. Und so habe ich mich halt für die Fabrik entschieden. Zu Hause gab es sowieso immer nur Stress. Wie du jeden anlächelst, an dem du vorbei bist! Du bist doch eine Schlampe! Du bist doch verrückt, bist du doch! Psychisch krank bist du! Und eine Klinik hast du! Wo gehst denn du hin? Ich gehe zu Giselle nach St. Gallen. Dort ist ein Konzert. Na, du gehst mal nicht immer in dieses St. Gallen. Eine Woche liegst du uns auf der Tasche und jetzt auch noch ein Konzert. Ich arbeite dort, wenn du es wissen willst. An der Bar. Und darum übernachte ich heute Nacht bei Giselle. Dann nirgends. Gar nirgends gehst heute hin. Auf dein Zimmer. Marsch! Ich fange am Montag eine Buchhändlerlehre in St. Gallen an. Und abends arbeite ich am Theater, um mir das Zimmer zu bezahlen. Was denn für ein Zimmer? Was für ein Theater? Montag beginnst du eine Lehre, so. Seit Tagen versuche ich, mit euch zu sprechen. Wenn du eine Lehre machen willst, dann machst du es bei mir. Am Montag kannst du anfangen. Ich arbeite tagsüber im Buchladen und abends helfe ich im Theater bei der Beleuchtung. Und wenn ich das gut mache, darf ich da vielleicht weitermachen, haben Sie gesagt. Wenn du das gut machst, weißt du, was das heißt im Theater gut machen? Nackert hinlegen kannst du und die Beine breit machen. Und wenn du das nicht willst, dann bist du zum Hinterausgang wieder raus. So schaut's aus beim Theater. Meine Tochter geht nicht zum Theater. Meine Tochter macht mir keine Schande. Dass ich nicht deine Tochter bin. Ich hab Nein gesagt, hörst du? Dein Platz ist hier. Bei uns, hier ist dein Platz. Das soll ein Platz sein? Was für ein Platz denn? Hier kann man sich doch nur noch umbringen. Und dann habe ich mir eine Rasierklinge genommen und versucht, die Pulsadern aufzuschneiden. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. Zu Hause immer nur Krach und dieser Job in der Fabrik. Und so wie am Morir. Das war einfach nichts für mich. Jeden Tag die gleiche monotone Arbeit. Und da bin ich da eben nicht mehr hin, sondern nach St. Gallen. Als Afrikaner. Per Autostück. Das war eine ganz neue Welt. Da gab es junge Menschen und Studenten. Da gab es Musik und Bücher. Woo!
Deswegen habe ich mich gewehrt. Mit Händen und Füßen gewehrt. So lange, bis Mutter und Erwin die Polizei gerufen haben. Und dann saß ich da wieder auf dem Stuhl des Gemeindeamann. So, Carol, in der Fabrik hat es nicht gepasst. Im Büro war es zu langweilig. Dafür jedes Wochenende nach St. Gallen. Hast du nichts zu sagen? Es fängt doch schon damit an, wie du hier vor mich trittst. In diesem Minikleid. Ja, jetzt schau doch mal an dir herunter. Hm? Was fällt dir da auf? Da hast du nichts zu sagen. Sie sind eine schleimige Sau. Das war natürlich dumm von mir. Ja, ich weiß, das hätte ich nicht sagen sollen. Aber ich war einfach wütend. Mir ist dieses scheinheilige Getue so dermaßen, wo doch das ganze Dorf wusste, mit wem er alles, obwohl er eine Frau und Kinder. Und da ist mir das eben rausgerutscht. Sie sind eine schleimige Sau. Als ich 8 war, ist die Mutter mit mir zum Pfarrer gegangen. Mit dem Bub stimmt etwas nicht. Wahrscheinlich hat er schlechtes Blut von seinen Eltern. Er ist ein Kinderheim in Altdorf. Da bin ich dann hingekommen für die nächsten 4 Jahre. Wenn du gut tust, dann bringe ich dir ein Geschenkli. Es ist nie ein Geschenkli gekommen. Sie hat mich nie besucht. Nichts. Nach 4 Jahren hat sie mich mit der Rettung. Die Freude war nicht sehr groß. Zu Hause war dann wieder diese Leere und Einsamkeit. Im Dorf habe ich dann 2 Freunde gefunden. Toni und Dino Hans Kaiser. Ja, der eine, der Sohn vom Metzger, der eine von einem Anwalt. Ja, wir sind viel umgestrielt. Haben keine gute Ruhe gehabt. Eines Tages sehen wir bei einer Garage zu, hinter einem kleinen Fenster, das offen stand, eine Geldkassette und haben sie genommen. Ja, jetzt hat mir einen Schatz gefunden. Ja, das ist eine Dummheit, blöd, ja. Jedenfalls, und sind mit dem Boot vom Vater rausgerudert, machen die Kassette auf und jetzt sind da 40.000 Franken drin. Und noch 5 Pässe. Ich habe Schiss bekommen. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Das war, weiß wie viel Geld. Das schicken wir zurück. Aber die anderen sagten, nein, das behalten wir. Aber ich, nein, sicher nicht. Wir rudern zurück, Packpapier und Schnur drum und das ganze Geld retour. Kurz darauf steht die Polizei vor der Tür und nimmt mich mit Handschellen zum Jugendanwalt Dr. Wiemer. Da war ich 12, gerade 13. Ja, und wer waren die beiden anderen auf dem Boot? Ich war allein. Bist du sicher? Ja. Dann habe ich mit 2 anderen Jungs aus dem Dorf gesehen. Wer hat mich gesehen? Die Fragen stellen wir, nicht du. Ich war allein. Da draußen auf dem See, da habe ich an jemanden gedacht. An eine Frau, die ich früher kannte. Und die wie meine Mutter war. Dann bin ich umgedreht, habe das Geld in ein Paket gepackt und zurückgeschickt. Für die Kassette tut's mir leid. Ich schlage vor, in das Erziehungsheim nach Knutwil zu schicken. Von Bad Knutwil haben sie mir erzählt, da will ich nicht hin. Wer ist sie? In der Schule meine ich. Mit dem stimmt doch was nicht. Eine etwas härtere Hand und der Glaube wird ihn bestimmt auf den rechten Weg bringen. 26. Erziehungsheim zum guten Hirten, Altstetten, St. Gallen. So, jetzt lernst du hier mal arbeiten. Ich kann arbeiten. Wer hat gesagt, dass ich nicht arbeiten kann?
Der Gemeindeamann ließ sich klein bezahlen. Solche Wörter wollen wir hier nicht hören. Ich zieh dir was Anständiges an. In diesem Minikleid musst du hier nicht rumlaufen. Wie deine Mutter. Soll das heißen, wie deine Mutter? Wie deine Mutter heißt krank, gestört, verdorben, frech, widerlich. Nicht weit vom Stamm heißt es. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das heißt, der Wurm ist im Apfel. Kommst du gleich? Wenn du kotzt, dann isst du das nachher auf. Das sag ich dir. Stück für Stück. Das sagt sie nicht nur. Das meint sie auch. Zum guten Hirten. Das war ein katholisches Erziehungsheim. Die Hirten, das waren alles Nonnen. Die haben zu uns gesagt, also die Nonnen, die haben gesagt, das Schlimmste, was es gibt, also das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt, le plus grand péché, das ist nicht stehlen, nein, auch nicht lügen, das Schlimmste, was es gibt, ist Sex. Sex. Ja, Sex. Wir hätten jemanden umbringen können, das wäre weniger schlimm gewesen. Aber Sex war die größte Sünde. Dabei waren wir doch gar nicht so. Wir waren jung, ja. Wir wollten leben. Ja, und auch verliebt sein, das schon. Das war ja etwas Schönes für uns und nichts Böses. Die Perversen, das waren sie. Stört es eigentlich, dass ich so viel rauche? Dein erstes Heim? Und deins? Das 21. Ich war auch noch in 5 Pflegefamilien. Warum bist du hier? Krach mit den Eltern. Du? Ich habe meinem Onkel das Gesicht zerkratzt und ihm in die Schulter gebissen. Zur Belohnung haben sie mich hierher gebracht. Warum hast du das gemacht? Er wollte mich halt nicht aus dem Zimmer lassen. Also das war so. Mein Onkel war betrunken und ich traute mich nicht zu schreien, weil ich dachte, die Mutter bringt mich um und nicht ihren Bruder. Und ja, am nächsten Morgen brachte sie ihren Bruder mit dem Auto weg und er gestand es ihr. Dann kam sie nach Hause und schlug mir zuerst mal den Grind ein. Und danach sagte sie: Seid froh, wenn Gott euch kein Kind schenkt. Aber das Entsetzliche war eigentlich, dass der Pflegevater, der Oswald, mit dem sie verheiratet war, der mich ja seit Jahren missbraucht hatte, der verfasste dann in seinem Büro ein Protokoll. Ich musste ihm sagen, was der Onkel alles mit mir gemacht hat in dieser Nacht. Und er sagte dann aber gleichzeitig, wenn etwas auskäme, was zwischen ihm und mir war, würde er alles leugnen. Ja, und am Nachmittag bin ich dann in den guten Hirten. Ich sehe dieses Muster immer noch vor mir. Von dem Divan. Wie ein Tannenbäumchen. Grün auf braun. Je ein Strich rechts und ein Strich links. Ich sehe es die ganze Zeit vor mir. Brauchst du einen Arzt? Einen Richter brauche ich. Ich habe alles gesagt, alles. Und auch das von vorher, von dem Stiefvater. Dafür hasst sie mich jetzt, meine Mutter. Wenn ein Mädchen Hilfe gesucht hat, weil es vergewaltigt worden war, dann haben sie ihr nicht geglaubt oder ihr einfach die Schuld gegeben. Und es waren einige da, die so etwas erlebt hatten. In Bad von Wien waren alles deutsche Ordensbrüder. Ja, die haben alle Hochdeutsch geredet. Zuerst haben sie mir die Haare geschoren und ich habe Anstaltskleider bekommen. So grobe Kleider mit inneren Nummern drauf. Und dann musste ich zum Bruderdirektor in sein Büro. Er sagte: Du hast jetzt keinen Namen mehr, sondern eine Nummer. Du bist die Nummer 119. Bei uns herrscht Ordnung und Disziplin. Und wir ehren den Herren und papi papo.
Ach ja, ab da war ich also nicht mehr der Mario, sondern die Nummer 119. Verdammt, lach du mir, das ist wie ein KZ für Kinder. 120 Kinder waren das. Und klar, ich als Italiener bin natürlich der Gin gewesen. Also bin ich gleich mal unter die Räder gekommen. Hab mir das Essen abgeahmt, hab Schläge gekriegt und so. Einer, der hat mich immer so von hinten auf den Kopf. Hey, komm ab! Ja, später sind da noch drei Italiener gekommen. Die haben mich dann beschützt. Wehr dich, du musst dich wehren. Hey, komm. Nein, das kann ich nicht. Komm. Na los, mach schon, das Mann. Du musst dich wehren. Mach schon. Ja! Der ist richtig in seine Hand gesteckt, der Dartpfeil. Ja, der hat mich dann nie wieder geschlagen. Aber für die Hilfe den Italiano habe ich mein Dessert gegeben. Gelato, Tiramisu, Panna Cotta. Was denke? Ein Äpfel hat es ab und zu gegeben. Der eine, den habe ich letztens im Migros getroffen. Der schafft heute als Metzger. Wow, Mario! Ha! Glaubst du noch? Aber wir haben nicht über die Zeit geredet. Na, da redest du nicht darüber, da schämst du dich. Anhelmo, mich gestört sie, in der Busengärtli, sterb aus der Schimmärtli gemacht, Rösel pflückt und Meier roh, in der Anneli war ich wieder sie in der Musikärtli. Denk, mein Schatz, mein lieber Schatz, oh, wie gern geb ich ihm Platz. In der Musikärtli. Anneli sei was hinter Kret, in der Musikärtli. Carol und Ursula sind 1966 außerdem im guten Hirten. Die Maria. Die Anna. Die Elisabeth. Die Ruth. Die Susan. Die Franziska. Die Lina. Sie alle waren arm und unehelich. Als wir die Schule hier gesehen haben, wussten wir, es ist vorbei. Herr Lehrer, schön, dass Sie uns besuchen. Könnten Sie das Mögliche tun, dass ich hier wieder rauskomme? Ich will nämlich Lehrerin werden. Für dich reicht auch Schneiderin. Und ich will Schneiderin werden. Für dich reicht auch Büglerin. Ich möchte aber Krankenschwester werden. Es reicht auch Hausangestellte. Nein, die wollten nicht, dass aus uns was wird. Hier gab's keine Schule. Das hier war ein Abstellraum, in dem man einmal pro Tag kurz Licht macht, sich hineinsetzt und dann wieder hinausstürmt. Hinaus zum Äpfel lesen. Hinein zum Wäsche machen. Hinaus zum Beten. Hinein zum Abwaschen. Hinaus zum Holzhacken. Hinein zum Betten! Hinein zum Äpfel lesen! Hinein zum Wäsche machen! Hinein zum Betten! Hinein zum Abwaschen! Hinaus zum Holz machen! Hinein zum Betten! Hinaus zum Äpfel lesen! Hinein zum Wäsche machen! Hinaus zum Beten! Hinaus zum Holz! Mutter! Ich muss hier raus! Mutter! Hilf mir! Das Böse ist fast 2 Meter groß. Es hält einen Rosenkranz zwischen den Fingern und heißt Pater Richard. Wenn er im Flur hin und her geht, schwitzen wir. Wenn er im Flur hin und her geht, liegen unsere Körper in Schonstellung unter den Wolldecken. Die Knie an der Brust und der Kopf zwischen den Ellbogen. Das Böse ist, dass wir wissen, wenn er kommt, dann kommt er zu uns. Er kommt zu uns, weil in unserem Zimmer fast nur Waisenkinder sind. Mario. Christian. Und der kleine Gilbert. Und ein Jenischer. Der Guido.
Guido, der nirgendwo sonst reinpasste. Nicht zu den Mehrbesseren, nicht zu den Armen, nicht zu den Unehrlichen. Dann eben zu uns. Guido, den der Pater fast nie holt, oder gar nie, weil er Angst vor seiner Sippe hat. Jedes Wochenende war das Postauto voll von Guidos Sippe. Sie stellten sich vor das Kloster und warten, bis ihr Guido herauskommt. Und wehe, ihm krümmt jemand ein Haar. Während Guido schläft, zittern wir. Wenn der Pater im Flur hin und her geht und wir seinen Geruch bis ins Zimmer riechen. Wenn du denkst, wenn ich mich genau jetzt auflösen könnte. Wenn ich genau jetzt sterben könnte. Aber nichts passiert. Du weiterlebst. Der Schmerz zwischen den Zähnen. Und wir beißen zu. Und zu und lassen nicht los, bis der Herr Stopp gesagt hat. Aus. Den Knochen fallen lassen. So lange beißen wir in den Schmerz. Wir beißen sogar noch, als kein Pater, kein Kloster mehr da ist. Wir beißen. Der Pater geht zwischen den Betten hindurch. Er tippt auf eine, zwei, drei Schultern. Wir gehen ihm hinterher im Flur und legen die Hände auf den Rand des Waschbeckens. Wir beugen uns so weit vor, wie er es will. Träume, sagt Christian, träum dich einfach weg. Das Böse hat den Hut eines Zirkusdirektors auf. Er trägt einen Schlips. Sein Rosenkranz hängt an einem Zauberstab. Stell dir vor, der Pater führt ein Zauberstück vor. Stell dir vor, wir müssen ihm dabei helfen. Wie diese Frau, die die Glühbirne in den Mund nehmen muss, damit dann der Mann mit dem Zauberstab auf ihre Schulter tippt und sagt, schaut, ich habe sie zum Leuchten gebracht. Und sie eigentlich nur darauf wartet, dass es vorbei ist. Die Hitze im Mund wartet, bis endlich alle O gesagt und geklatscht haben. Und sie es durchhalten muss, immer und immer wieder, auch wenn es unerträglich ist. Der Geruch, die Hitze, der metallene Geschmack. Nein, ich kann das nicht. Dann stell dir vor, du bist der Hase im Hut, dieser weiße, feine Hase. Nein, ich will nicht dieser Hase sein. Dann eben die Frau daneben, die im Meerjungfrauenkostüm, die den Arm ausstreckt und lächelt. Nein, ich will bei der Nummer nicht mitmachen. Das geht nicht. Wir sind die Auserwählten. Ihr seid die Auserwählten. Dann stell dir eben vor, du sitzt im Publikum und schaust nur zu. Aber Mario kann nicht hinschauen. Zum Bösen. Und das Böseste ist, wenn Mario dann pinkeln muss. Nein, wenn Mario pinkeln muss, ist das der Segen. Ein Segen ist das. Dann hört er sofort auf mit seinem Trick. Der Pater Richard. Da beendet er die Zauberei. Da fällt ihm der Hut vom Kopf. Da fällt ihm der Stab aus der Hand. Ja los, nimm dein Höschen. Na, das da am Boden liegt. Na, worauf wartest du? Wisch dein Pipi auf und dann ab, zurück ins Bett. Mario geht nackt neben dem Pater her. In der Hand seine nasse Unterhose. Im Flur stehen auch Gilbert und Christian. Sie sind vorübergebeugt über die Waschbecken. Wenn Mario zurückkommt, wissen Christian und Gilbert, jetzt sind sie an der Reihe. Und das Böse ist, dass sie wissen, dass sie mit dem Pater mit müssen. Der Segen ist, dass sie beide gleichzeitig in Ohnmacht fallen. Mario muss einen Eimer Wasser holen und über sie drüber schütten, bis sie wieder aufwachen. So, nicht träumen. Sagt der Pater. Das Böse ist, dass wir ihn umbringen werden. Wir werden ihn, den Teufel, töten. Das Thema vom heutigen Aufsatz lautet Mein Spiegelbild. Merci.
Keine Ahnung. Vielleicht, dass man schreiben soll, wie man sich selber sieht. Richtig. Und warum sollt ihr schreiben, wie ihr euch selber seht? Ursula? Vielleicht, weil wir lernen müssen, unsere Fehler zu finden. Richtig. Denn nur wer seine Fehler kennt und zu ihnen steht, kann sie auch überwinden. Und nur wer seine Fehler überwindet, kann ein würdiger Teil dieser Gesellschaft werden. Gerade ihr habt es besonders nötig, selbstkritisch zu sein. Wenn ihr nicht werden wollt für eure Mütter. Ihr habt 45 Minuten Zeit. Ursula! Mein Spiegelbild. Obwohl ich 15 Jahre alt bin, mangelt es mir wirklich nicht an Gewicht, dafür an Größe. Für mein Alter bin ich viel zu dick und finde nichts Schönes an mir. Mein Charakter ist keineswegs der beste. Seit meinem 7. Altersjahr wechselte ich andauernd die Schule. So konnte ich nirgends Anschluss finden. Heute ist mir alles völlig gleichgültig. Ich überlasse alles dem Zufall. Gefällt mir eine Arbeit, so schaffe ich schnell und exakt. Gefällt sie mir nicht, so ist es gerade das Gegenteil. Mein Urteil fälle ich meistens zu früh. Ich schmücke meine Reden gerne, was mich oft zu Übertreibungen verleitet. Meine Fantasie wird von mir in einigen Sachen zu viel gebraucht. Jedoch bei meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Zeichnen, lasse ich meiner Fantasie freien Lauf. Am liebsten zeichne ich abstrakt. An meinem Charakter muss ich allerdings noch arbeiten. Ich muss lernen, meine Fantasie zu zügeln und Mut gewinnen, trotz meiner Fehler. Ich finde, du musst ihn anzeigen. Dein Stiefvater. Aber das glaubt mir doch keiner. Trotzdem. Gilbert hatte ein schmales Gesicht und flaumige blonde Haare. Wenn der Pater draußen an unserer Tür vorbeilief, sah ich zu Gilbert rüber, wie zu meiner Mutter. Ich habe meine Mutter nie gesehen, aber Gilbert kannte seine. Sie hatte rote, lange Haare. Aber wir hassen doch Rot. Warum hast du Rot? Rot ist doch die Farbe von Teufel Richard. Es war nicht dasselbe Rot. Er erzählte uns von seiner Mutter, die, je mehr er von ihr erzählte, auch zu unserer Mutter wurde. Und irgendwann verschwamm das Bild von seiner Mutter mit Gilbert und er wurde uns selbst Vatermutter. Wenn er, der Teufel, draußen hin und her lief, sah ich manchmal unter der Bettdecke hervor. Aber nicht, um zu sehen, ob er hereinkam, sondern um Schiebets Haare anzuschauen. Er hat den Wirbel mitten auf seinem Kopf. Obwohl er ein Kopf kleiner war als ich, so schmal und zart. Und fühlte mich ein wenig einsam. Als wir unter der Bettdecke hervorsahen. Als wir unter der Deckbette hervorsahen, weil wir dachten, jetzt ist es vorbei. Dahin, der Gilbert. Der Gilbert! Hey!
Die haben geschrien. Geschrien wie am Spieß. Sie sind gekommen, haben uns aus dem Zimmer raus und gerade mal zusammengeschlagen. Und dann haben sie den Gilbert abgehängt. Sie haben ihn abgehängt wie einen Kartoffelsack und einfach entsorgt. Und kein Wort gesagt. Wir mussten zur Schule, wie wenn nichts wäre. Gilbert war mein bester Freund. Ich habe nichts mehr gegessen, nichts mehr geredet. Ich habe nichts mehr gemacht. Ich bin auch nicht mehr ministrieren gegangen. Sie haben mich geschlagen und gezwungen, aber ich habe nichts mehr gemacht. Ich dachte, die können mich totschlagen. Ist mir gleich. Der Pfau vom Pater. Der Pfau vom Teufel. Das goldene Kalb. Sein Ein und Alles. Wann bringen wir ihn endlich um? Wenn wir es gleich tun, damit er weiß, mit wem er es zu tun hat. Jetzt? Ja. Wer? Ich? Das Los entscheidet. Sieg, Sack, Zuck. Sieg, Sack, Zuck. Sieg, Sack, Zuck. Das Mädchen Carol S. wurde am 24.07.1969 in den Guten Hirten Altstetten eingewiesen. Dort konnte sie sich nicht anpassen. Nach einem starken Erregungszustand mit Suiziddrohung wurde sie am 31.07.1969 zu uns in die psychiatrische Klinik Biel eingewiesen. Die Explorandin ist ein schlankes, körperlich voll entwickeltes junges Mädchen. Sie ist blass und depressiv eingetreten. Sie ist autopsychisch, zeitlich und örtlich völlig orientiert. Bei der Explorandin lässt sich eine gute durchschnittliche Intelligenz feststellen. IQ 111, eine eigentliche Geisteskrankheit, lässt sich bei ihr nicht feststellen. Der Kopf ist frei beweglich, der Bauch ist weich, Zentralnervensystem ohne pathologischen Befund, Syphilis negativ. Sie sind die Erste, die mir zuhört. Wissen Sie, in St. Gallen habe ich mich wohlgefühlt. Ich habe auch wirklich nichts genommen. Ich habe nur getanzt. Verstehe. Fräulein S. braucht ziemlich viel Zuwendung. Sie wünscht, über ihre Schwierigkeiten zu sprechen. Ihr Hauptvorwurf ist, dass man über ihren Kopf weg über sie entscheidet. Im direkten Kontakt ist sie aber nicht schwierig. Einfach ein pubertierendes Mädchen, das noch in keinem Lebensbereich den Rand gefunden hat und das von den unvernünftigen Eltern keinerlei Hilfe erwarten kann. Mein hochgeschätzter Kollege der Vormundschaftsbehörde Altstetten. Das Mädchen Carol S. ist auf dem Weg in die immer mehr zu verwahrlosen. Wir schlagen vor, die Explorandin in das Erziehungsheim Villard-le-Jour in Fribourg einzuweisen. Nur so besteht Aussicht, die Fehlleitung des Mädchens zu korrigieren und einer weiteren Verwahrlosung Einhalt zu gebieten. Wir möchten Ihnen noch mitteilen, dass in der heutigen Zeit das Mädchen... Ich gehe nicht nach Fribourg! Wieso werde ich schon wieder eingesperrt? Ich habe nichts angestellt. So beruhigen Sie sich doch. Ich habe nichts Böses gemacht. Ich habe gegen kein Gesetz verstoßen. Wieso darf man mich in ein Heim einsperren? Ich gehe da nicht hin! Mutter, hilf mir! Mutter, hilf mir! An das Waisenamt Altstetten. Ich möchte Sie ersuchen, dass meine Tochter nicht in ein Erziehungsheim kommt. Ich bin zurzeit krank und brauche Carol zu Hause zur Pflege. Wir erheben Beschwerde. Gemäß Test der Klinik ist Carol intelligent und eventuell für den Beruf der Krankenschwester oder Arztgehilfin geeignet.
Text. In einer Anstalt mit Zwang könnte sie sich ein Leid antun. Die Tochter will in das Erwerbsleben zurücktreten. Man soll ihr doch eine letzte Gelegenheit zur Bewährung geben. Der Regierungsrat beschließt, erstens, die Beschwerde wird abgewiesen. Zweitens, die aufgrund der bescheidenen finanziellen Verhältnisse des Beschwerdeführers ermäßigte Entscheidgebühr beträgt Schweizer Franken 50. Heute hat Fräulein Kaufmann das Mädchen in Begleitung von Schwester Irma nach Via Legion gebracht. Die für Fräulein S. überraschende Mitteilung löste zuerst heftiges Weinen aus. Sie leistete aber weiter keinen Widerstand. Was hast du zu beichten? Als ich mich auf den Pfau geworfen habe, da habe ich gespürt, wie sein Herz klopfte unter den Federn. Ich habe gespürt, wie das Blut pocht. Es sei dir verziehen, was sonst? Er hat geschrien. Und sein Blut ist auf mich gespritzt. Es sei dir verziehen. Was sonst? Ich dachte dann plötzlich, ob das vielleicht Schilbert ist. Ob Schilberts Seele vielleicht in dem V drin ist. Ich will den Namen Schilbert nicht mehr hören. Lass uns von gestern Abend sprechen. Was hast du da getan? Nichts, Herr Pfarrer. Gestern Abend hast du nichts getan? Na ja, da habe ich das losgezogen, dass ich derjenige bin, der den Pfau umbringt. Jetzt hör auf mit diesem Pfau. Lass uns von gestern Abend sprechen. Hast du dich da angefasst? Nein. Weißt du, was das heißt? Nein, weiß ich nicht. Dann zeige ich es dir. Gedrungen. Es besteht eine Gefahr für das Ansehen unserer Institution. Gehen Sie durch den Kirchgang und überlegen Sie ganz genau, was Sie sagen wollen, und dann kommen Sie zurück. Ich weiß schon lange, was ich sagen will. Viel zu lange! Stellen Sie sich einmal vor, Herr Pater. Die Schutzengel aller Kinder kommen herein und stellen sich in einer Reihe vor Sie hin. Sie müssen jedem Einzelnen in die Augen sehen. Ja, und was soll das sein? Herr Pater, ist Ihr Band zu den Schutzengeln einiger Kinder womöglich zerrissen? Und wenn ja, dann frage ich Sie, haben Sie vielleicht auch die Verbindung zu Gott verloren? Sie sind entlassen und aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Was ich Ihnen noch mitgeben möchte, denken Sie nicht immer so sehr an das sechste Gebot, dass man keusch und süchtig sein soll. Denken Sie lieber an das fünfte!
geprügelt werden. Die sexuellen Erniedrigungen, das war schlimm. Aber am schlimmsten war die Einsamkeit. Wenn alle Besuch bekommen, nur du nicht. Wenn an Weihnachten und Ostern alle nach Hause fahren und nur die weißen Kinder zurückbleiben. Du weißt, dass das äußerst schwerwiegende Anschuldigungen sind, die du hier vorbringst. Wie oft ist es vorgekommen, wenn es denn wahr ist, dass sich der Stiefvater an dir vergangen hat? Es ist wahr. Der Stiefvater hat mich bei jeder passenden Gelegenheit missbraucht. Warum hast du dich denn nicht gewehrt? Wenn ich mich geweigert habe, ist er besonders grob gewesen. Das war besonders, wenn er betrunken war. Hat er viel getrunken, der Stiefvater? Ja. Warum hast du es denn niemandem gerätscht, dass dein Stiefvater, wenn es denn wahr wäre, dir so etwas antut? Es ist wahr. Ich habe Angst gehabt. Der Stiefvater hat gesagt, dass ich nicht mehr lange am Leben bin, wenn ich ihn den Geschlechtsverkehr anzeige. Und warum hast du ihn trotzdem angezeigt? Weil ich mehr und mehr das Gefühl habe, dass es nicht recht ist, was der Oswald macht. Und weil ich Angst habe, dass er so etwas auch mit meiner kleinen Schwester macht. Bist du sicher, dass du nicht dran schuld bist, dass dein Stiefvater, wenn es denn wahr ist, so etwas macht? Es ist wahr. Dass du ihn nicht gereizt hast mit deinem kurzen Röckli oder sonst halbnackt vor ihm rumgerannt bist? Ich habe den Stiefvater nie zum Geschlechtsverkehr gereizt noch aufgefordert. Weder durch mein Benehmen noch durch meine Kleidung habe ich je Anlass dazu gegeben. Du weißt, dass du wegen falschen Zeugnisses bestraft werden kannst. Es ist ganz sicher nicht so, dass ich ein Fantasiegebilde auftische und den Stiefvater zu Unrecht beschuldige. In der Untersuchung gewannen wir vom Kinde allgemein keinen schlechten Eindruck. Ja, und auf unsere wiederholten Fragen, ob sie den Stiefvater nicht zu Unrecht belaste, hat sie stets verneint. Bienvenue à la Légion, Carolina. Ich möchte dir nochmals mitteilen, dass du dich hier bewähren musst, da du andernfalls nochmal weiterverwiesen werden kannst. Wissen Sie was? Andere leisten sich genauso viel wie ich und hängen Arschrauch in den St. Gallen. Und keiner schert sich darum. Aber du kennst Leute, die Arsch rauchen? Dann können wir dich hier leider nicht behalten. Leider kenne ich niemanden. Versuche einfach ein bisschen mitzumachen. Ich habe nicht daran gedacht, hier noch einmal bei irgendetwas mitzumachen. Mir ist der Laden schon runter, als ich gesehen habe, dass das Wiedermänner waren. Vom gleichen Schlag wie die in Altstetten. Unsere Frau von der Liebe des guten Hirten. Wenn diese Frauen von etwas ganz sicher keine Ahnung hatten, dann von Liebe. Ich wusste, hier bleibe ich keinen Tag. Die Nonne hatte ich hier. Ich bin raus auf dem Flur und da war ein Apothekerkästchen. Weit und breit keine Nonne. Ich habe alle Tabletten geschluckt, die in diesem Schrank waren. Alle Tabletten. Alle Tabletten habe ich geschluckt, die in diesem Schrank waren. Und dann war erst einmal Ruhe. Ui. Schwester Margareta. Heute ist doch Sonntag. Ja, wieso fragst du? Weil sonntags immer Tante Nini kommt. Du weißt, dass du keinen Besuch empfangen darfst. Wegen dem Prozess. Schwester Margareta, ich würde gerne meine Cousine anrufen. Du weißt, dass du nicht telefonieren darfst. Wegen dem Prozess. Warum eigentlich, Schwester Margareta? Wegen der Kollusionsgefahr. An den Staatsanwalt. Ich habe am Sonntag dem Vormund geschrieben, dass ich nicht hier bleiben will und kann. Aber er gab mir keine Antwort.
Ich habe die ganze Woche überlegt, was ich tun soll und bin zu dem Entschluss gekommen, mir das Leben zu nehmen, was mir aber misslungen ist. Ich habe mir vor Schwester Margareta den Arm mit einer Klinge aufgeschnitten, aber die Schlagader leider nicht getroffen. Die Wunde ist ungefähr 5 Zentimeter groß. Der Arzt, den man sofort gerufen, hat mit 4 Klammern die Wunde zugeklemmt. Nun wirft mir Schwester Margareta vor, es sei das schlechte Gewissen wegen der Anklage. Aber ich versichere Ihnen, das stimmt nicht. Alles, was ich über Papa gesagt habe, ist und bleibt wahr. Ich werde kein Wort zurücknehmen. Die Schwester sagt, Sie werden jetzt schlecht über mich denken und es sei alles nicht wahr, hat sie mir vorgehalten. Wenn das so ist, dann habe ich ausgelebt. Bitte geben Sie mir Antwort, damit ich weiß, woran ich bin. Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, wenn ich gestorben wäre. 2 Tage lag ich im Spital in Fribourg im Koma. Als ich wieder aufwachte, hat man mich in die Psychiatrie nach Münsterlingen gebracht. Die 17-jährige Toxikomanin wirkt mitgenommen, etwas verhangen, reagiert aber sofort aufbrausend, als die Rede auf die Internierung ins Mädchenheim in Fribourg kommt. Gibt zu, seit der Schulentlassung sämtliche Schmerz- und Schlaftabletten eingenommen zu haben, außerdem auch einmal eine Kapsel LSD. Das Waisenamt Altständen ist durch uns über die neueste Entwicklung telefonisch orientiert und wird die notwendigen Schritte zur Verlegung der Patientin nach Hindelbank unternehmen. Hindelbank? Warum nach Hindelbank? Was habe ich denn getan? Als der Patientin mitgeteilt wird, dass sie voraussichtlich in den nächsten Tagen nach Hindelbank kommen soll, verhält sie sich trotzig, aggressiv, wird erregt. Was wirft man mir denn vor? Woher wissen Sie denn das? Was reden Sie denn da überhaupt? Uns liegt ein Beschluss vor. Der gilt bei Versagen für Hindelbank. Bei Versagen? Weil ich die Tabletten geschluckt habe? Ja, weil Sie im Friburgischen ausgetreten sind, ja. Ich bin ins Koma gefallen und wurde abtransportiert. Fass mich bloß nicht an. Ich habe Sie nicht angefasst. Du bist hier nicht zu Hause, du musst hier keine Gegenstände zertrümmern. Ich habe nichts zertrümmert. Die Patientin gerät in hysterischen Ausnahmezustand, wirft sich wild auf den Boden, schreit laut, dass sie sich umbringen werde. Sie wird täglich gegenüber, vor allem äußert sie ihre Hassgefühle dem Gemeindeammer gegenüber. Sie wird täglich gegenüber den Schwestern, die ihrer kaum Herr werden. Nach Verabfolgung von 2 Ampullen Truxal tritt Beruhigung ein. Pass auf, der Letzten, die auf deinem Platz lag, der haben sie auch eine Spritze gegeben. Danach hat sie gesagt, jetzt kann ich keine Kinder mehr bekommen. Kannst du bitte still sein? Mir ist so übel. Das kenne ich, mir ist meistens übel. Ich bin ihr Hase. Der weiße Hase vom Zauberer. Dr. K. ist der Zauberer und ich bin der Hase. Gerade übt er ein paar neue Tricks mit mir. Beim Schreiben in der Schule zittert ihm die Hand, hat er gesagt. Ihm sei andauernd schlecht, er könne sich nicht konzentrieren und er habe Kopfschmerzen. Dann halbieren wir die grüne Pille, weil das geht für die Schule ja auch nicht. Ansonsten? Seine Aufgaben mache er ordentlich und den Unfall hat er einigermaßen überwunden. Ja, seine Reaktionsfähigkeit war wohl reduziert durch das C20345. Wir wollen mal noch ein 97 hinzugeben, um zu sehen, was dann passiert. Warum ist die Wunde wieder aufgeschlagen? Was hast du da gemacht? Gegen das Eisenbett getreten. Warum? Damit ich nicht zum Pater ins Gesangszimmer muss. Ach, und deswegen schlägst du dir die Wunde auf? Ja, aber jetzt wirst du mich einfach nach oben ins Zimmer tragen. Wir wollen mal 3 rote Pillen dazugeben und dann sehen, was passiert. Wenn ich da raus bin, lege ich sie alle um. Eine nach dem anderen. Besorgt mir ein Motorrad, eine Knarre und dann fahre ich ihn ab, diesen ganzen Zirkus. Ich werde jeden heimsuchen. Den Clown, den Zauberer und auch den Musikanten. Einen nach dem anderen.
Wenn ich da raus bin, aus diesem Erziehungsheim, dann mache ich mit. Windelbank ist ein Gefängnis, kein Erziehungsheim. Am 13.03.1970 wurde ich in Begleitung von zwei Schwestern per Taxi nach Hindelbank gefahren. Ich war durch die Beruhigungsmittel völlig weggetreten. Von der Fahrt habe ich nichts mitbekommen. Ich bin erst wieder in meiner Zelle aufgewacht. Ich war 18 Jahre alt, ich hatte nichts verbrochen, ich wurde von keinem Gericht je verurteilt. Als eine Handvoll nacktes Leben. So schau zu, wie wir stricken. Im Akkord die Socken der umliegenden männlichen Strafanstalt. Schau zu, wie wir die Duvets kletten. Für die Kurhotels der anständigen Bürger. Hör zu, wie wir abends an die Türen... Weil uns die Haut brennt. So opfert uns doch. So werft Lanzen auf uns. Gib mir meine Tasche zurück. Ich will mein Buch. Mein Stift. So gib mir mein Hemd zurück. Oder ich bleibe nackt. Ich bleibe hier das ganze Jahr über nackt. Nein, das spiele ich euch hier nicht. Nein, das spiele ich euch hier nicht. Nein, das spiele ich euch hier nicht. Ich spiele euch hier nicht. Die Gefangene, die keine Gefangene ist. Dann gebt ihr, wenn schon, das blaue Gewand. Ich bin eine echte Rolle. Diese Isolation und die dauernden Befragungen zu meinen Vergewaltigungen. Ich habe das nicht mehr ausgehalten. Die Mutter, die hat ja zu ihm gehalten. Die hat ja die bösesten Sachen gegen mich gesagt. Der Vormund hat sich nicht blicken lassen. Ja, ich war wirklich allein. Muss bei allein. Sowas von einsam. Das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe mir den Arm ja nicht aufgeschnitten, weil ich sterben wollte. Ich hatte ja gehofft, dass ich rauskomme. Dass ich in ein Krankenhaus komme und da sagt mir jemand, komm Ursula, komm du zu mir. Ich bin jetzt dein Mami. Aber stattdessen ist der Arzt in den Hirten gekommen und hat mich zugenäht. In der Nacht hatte ich so eine Angst, dass die Wunde aufgeht und dass ich verblute und sterbe. Ich hatte so eine Angst, weil ich wusste ja, wenn ich jetzt sterbe,
kommt kein Mensch und legt mir je ein Blümli auf mein Grab. Ja, das ist schon verrückt, wie einsam und allein man sein kann. Schönster Abendstern, oh, wie sehe ich dich so gern, wenn ich die Vorbeten sehe, dürft's mir, wenn ich so bei dir wär. Schönstes Weinen, stehen welche mit dem Megafon. Hier spricht die Heimkampagne. Die in der Schweiz heute praktizierte Heimerziehung dient weder den Interessen der Betroffenen noch denen der Allgemeinheit. Text. Sondern den Interessen jener, die keine Veränderung wollen, weil sie vom jetzigen Zustand der Gesellschaft profitieren. Wie in den Familien, Schulen und Betrieben wird auch in Erziehungsheimen und Anstalten letztlich der Klassengegensatz unserer Gesellschaft ausgetragen. 80% aller Heiminsassen stammen aus Arbeiterfamilien. Deshalb kann es uns nicht um bloße Verbesserungen gehen im Rahmen eines Systems, das immer eindeutiger zugunsten der Kapitalisten funktioniert, sondern es geht um grundsätzliche Veränderungen. Wir fordern Sie dazu auf, die Jugendlichen, die sich in ihrer Obhut befinden, freizulassen. Andererseits werden wir sie in ihren Aufständen unterstützen. Ich bin immer wieder abgehauen. Insgesamt 15 Mal. Aber sie haben mich immer wieder zurück. Ab 16 musste man in Bad Knut Wiel den ganzen Tag arbeiten. In der Landwirtschaft, Wasser abfüllen in den Fabriken. Es gab 5 Franken Lohn im Monat. Ja, nach einem gescheiterten Fluchtversuch mit meinem jenischen Freund Guido hat uns der Pater Direktor mit der Weiderute so lange auf den Rücken geschlagen, bis wir ohnmächtig wurden. Das platzt ja richtig auf, tut, wenn man so schläft. 3 Tage später war Besuchstag. Bei mir ist immer niemand gekommen. Beim Guido die ganze Sippe. Ich durfte mit ihm mit spazieren im Idiotendreieck. Das ist so ein Dreieck gesehen im Hof. Das hat man dürfen spazieren. Was hast denn du am Rücken, Guido? Sagt sein Vater. Hey, lang nicht da. Nein, warum zeigen? Da stimmt doch etwas nicht. Sagt der Vater. Luft ihm Guidos Hemd auf und hat die Striemen gesehen. Wer ist das gewesen? Und du? Zeig mal, hast du das auch? Sagt er zu mir. Ich habe mich nicht traut. Nein, wenn ich jetzt was sage, dann schlägt der Pater mich tot, wenn ihr wieder weg seid. Das sagt der Vater von Guido, sein Onkel, seine Cousins und Brüder. Wir sind hier erst wieder weg, wenn dieses Kloster weg ist. Und dann sind sie rein ins Büro vom Bruder Direktor. Ja, aber! Zuerst kam die Schreibmaschine. Dann die Bilder mit den noblen Herren drauf. Und zuletzt das Holzkreuz mitsamt dem heiligen Sohn Gottes durch das Fenster geflogen. Es gab einen Riesentumult. Also wir hörten Rufe nach der Polizei, dann die Sirenen. Und irgendwann hörten wir nichts mehr. Ja, ab da ging es zu Ende mit diesen Saubrüdern in Bad Knut Wiel. Wir waren in Hindelbank ja auf unbestimmte Zeit versorgt, also weggesperrt. Das machte mir wahnsinnige Angst. Ich habe selber erlebt, wie Frauen kurz vor ihrer Freilassung standen und dann drinbleiben mussten, weil ihr Vormund starb. Ja, das war das Schlimmste. Dieser Gedanke. Was, wenn ich hier nie wieder rauskomme?
Schweizerischer Landessender Büro Münster, Studio Bern. Ja, wir haben jetzt guten Morgen hier bei uns Herr Professor Dr. Nageli, Professor an der Universität St. Gallen und Leiter der legendären Forschungsgruppe zur Strafrechtsreform. Herr Nageli, die Schweiz ist ja nach wie vor kein Teil der Europäischen Konvention der Menschenrechte. Was fehlt der Schweiz noch dazu? Nun, erst einmal müssten alle Personen in der Schweiz zu juristischen Subjekten werden. Personen weiblichen Geschlechts haben nach wie vor einen Objektstatus, so ähnlich wie Strafgefangene, denen die Subjektivität bei Antritt der Strafe entzogen wird, zusammen mit dem Wahlrecht. Es kann nicht sein, dass ein Teil der Bevölkerung im Zustand des Bestraftwerdens verharrt. Der erste Schritt wäre also das Frauenwahlrecht. Und was wäre der zweite? Man müsste die unsinnige administrative Versorgung abschaffen. Sie widerspricht klar den Bestimmungen der Menschenrechtskonvention. Die Schweiz ist ja nicht die Schweiz. Die Schweiz, das ist der Gemeindepräsident, der Pfarrer, der Lehrer. Und jeder hat die Möglichkeit, sich die Krone aufzusetzen und über andere zu bestimmen. Sie ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit zu versorgen. Diese Praxis muss ein Ende haben. Ansonsten hat die Schweiz keine Chance, in die MRK aufgenommen zu werden. Ja, gut, ich danke Ihnen herzlich für diese kurze Einschätzung und jetzt machen wir weiter mit einem Lied von Janis Joplin. Sehr geehrter Herr Nageli, ich habe sofort einen Brief an Herrn Nageli geschrieben und meine Mutter hat ihn aus der Anstalt geschmuggelt. Ich habe fast 4 Wochen gewartet, aber der Professor hat sich gemeldet. Das war der erste Mensch, der mir geholfen hat. Sehr geehrter Herr Direktor der Anstalt Hindelbank, Fräulein S. ist heute voll guten Willens, einen Beruf zu erlernen und aus ihrem zukünftigen Leben das Beste zu machen. Ich bin überzeugt, dass es ihr angesichts ihrer starken Persönlichkeit und ihrer Intelligenz auch gelingen wird, die guten Vorsätze zu realisieren. Ich bin zur Auffassung gekommen, dass mein Fräulein S. unbedingt durch eine baldige Entlassung die Chance geben muss, ihr Vorhaben ausführen zu können. Sie möchte Buchhändlerin werden oder Arztgehilfin. Mit freundlichen Grüßen. Sehr geehrter Herr Nageli, wenn wir trotz schlechter Prognose einer Entlassung zustimmen, so aus folgendem Grund. Durch den schlechten Einfluss der Mutter ist es uns nicht gelungen, das Mädchen positiv zu beeinflussen. Wir versprechen uns aus diesem Grunde auch von einem längeren Aufenthalt in unserer Anstalt keinen Erfolg. Mit vorzüglicher Hochachtung, Anstalten in Hindelbank, der Direktor. Es war mein größter Wunsch, einmal Schauspielerin zu sein, auf der Bühne zu stehen im Theater St. Gallen. Darum hatte ich mich ja auch beworben für diesen Job, als Beleuchtungsgehilfin. Ich dachte, wenn du erst einmal einen Fuß in die Tür bekommst, dann kommt der Rest von selbst. Ja, jetzt stehe ich hier, auf der Bühne, im Theater St. Gallen, mit meiner Geschichte. Ja, das ist schon sehr, sehr absurd. Irgendwie fast zynisch, nicht wahr? La, le, lu, nu. Vor Gericht musste ich meine Aussage wiederholen. Immer und immer wieder. Der Stiefvater, der Oswald, hat natürlich alles abgestritten. Aber das Allerbeste kam von meiner Mutter. Selbst wenn mein Gatte Unzucht mit ihr getrieben hat, so hat er es sicher nur gemacht in dem Glauben, das Mädchen bräuchte das. Er könnte sie dann anders gestalten oder folgsamer uns gegenüber machen. Es ist ein Racheakt. Eigentlich weniger, um meinen Mann zu schaden, sondern um mich ihren Hass fühlen zu lassen. Bei der Schlussverhandlung konnte ich dann nicht dabei sein, wegen der Wunde in meinem Arm. Ich weiß nicht, ich muss mir helfen, ich kann nicht weiter. Da es keine Zeugen der Taten gibt. Und ah, also der Ding. Gericht. Ja, okay. Ja. Gerne. Bei der Schlussverhandlung konnte ich da nicht dabei sein. Wegen der Wunde an meinem Arm. Da es keine Zeugen der Taten gibt und im vorliegenden Fall, also Aussage gegen Aussage steht, ist allein die Glaubwürdigkeit der Aussagen des Mädchens entscheidend. Einspruch!
Es gilt ebenso, die Glaubwürdigkeit des Angeklagten zu überprüfen. Immerhin ist der Angeklagte mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Zuhälterei. Abgelehnt, da der Angeklagte bisher wegen des in Frage stehenden Deliktes noch nie verurteilt worden ist. Um die Glaubwürdigkeit der Klägerin zu prüfen, haben die Untersuchungsbehörden eingehende Erhebungen gemacht und Führungsberichte der verschiedenen Heime und Arbeitsstellen eingeholt. Lügenhaft. Rachsüchtig. Schwierig zu führen. Unbequem. Unbeliebt bei anderen Mädchen. Starker Geltungsdrang. Renommiersucht. Prahlsucht. Rachsüchtig. Erblich belastet. Sittlich gefährdet. Lügenhaft. Rachsüchtig. Schwierig zu führen. Unbequem. Und diese Führungsgerichte sind nachweislich auf Aufforderung des Angeschuldigten erstellt. Teilweise sogar von ihm selber niedergeschrieben worden. Abgelehnt. In einem der Berichte bezeichnet er die Vergewaltigung durch den Onkel als, Zitat, Ursulas sexuelle Verfehlungen mit dem Bruder der Mutter, Zitat Ende. Das Mädchen hat in einem von der Verteidigung eingereichten Schulaufsatz mein Spiegelbild selbst zugegeben, oft gelogen zu haben und eine überbordende Fantasie zu besitzen. Einspruch, aus dem Aufsatz wird ersichtlich, dass das Mädchen dazu gezwungen wurde, negative Fremdbilder als Selbstbilder auszugeben. Das Gericht hat das Mädchen in den letzten 2 Jahren 9-mal über mehrere Stunden vernommen und es nicht davor verschont, das Vergehen des Stiefvaters in allen Einzelheiten wieder und wieder zu berichten. Jetzt frage ich Sie, wie ist es möglich, dass ein 14-jähriges Mädchen diese schwerwiegenden Vorwürfe mit sämtlichen Einzelheiten erfinden und daran festhalten kann? Das Argument ist nicht schlüssig, namentlich wenn man berücksichtigt, dass die Klägerin nach ihren eigenen Aussagen im Erziehungsheim öfters mit Kameradinnen über solche Dinge gesprochen hat. Und wenn man weiß, wie leicht sich Mädchen in diesem Alter mit angeblichen Erfahrungen auf geschlechtlichem Gebiet hervortun wollen. Da keinerlei Beweise oder Indizien gegen den Angeklagten vorliegen, wird dieser freigesprochen. Das Gericht beauftragt den gesetzlichen Vormund. Der sich bei keiner der Verhandlungen hat blicken lassen, mit der Aufgabe, die Klägerin über den Freispruch zu unterrichten. Dass ich den Prozess verloren hatte, habe ich erst viel später erfahren. Was willst du hier? Nur eine Nacht. Ja, du kannst immer zu uns kommen, du bist ja meine Tochter. Und der Oswald hat auch nichts dagegen. Der wohnt noch hier? Warum sollte der nicht hier wohnen? Jedes Mal, wenn er es getan hat, habe ich danach ein Stofftier geklaut, damit ich weiß, dass es wahr ist. Schau mal im Zimmer, wie viele es sind. Eine verdammte Lügnerin bist du, hat sogar der Richter gesagt. Der Richter? Schon von klein auf. Der Richter? Woher weißt du das? Text, Oswald ist unschuldig. Oswald ist unschuldig. Hat das Gericht gesagt. Und dass du lügst und schon immer gelogen hast. Wo ist der Brief vom Gericht? Keine Ahnung. Wurde da verlesen. Aber der Oswald verzeiht es dir ja. Und du? Glaubst du, dass ich lüge? Sag es, Mutter. Glaubst du, dass ich lüge? Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Fass mich an! Und du frisst jeden einzelnen Schlag, den du mir je gegeben hast. Von da an hat mich diese Frau, die meine Mutter war, nie wieder angefasst. Ich bin länger geblieben als nur ein paar Tage. Meine Mutter hat mich mit einem Jenischen verkuppelt. Da hatte ich nichts zu melden. Es hieß einfach, der Roman, der übernachtet heute hier. Ich bin schwanger geworden und habe meine erste Tochter bekommen. Bei der Scheidung hat meine Mutter wieder gegen mich ausgesagt. Und auch noch das Sorgerecht für meine Tochter bekommen. Ich habe gekämpft wie ein Tier für mein Kind und es zurückbekommen. Da war dann ganz fertig. Da war dann ganz fertig zwischen mir und meiner Mutter. Eher was Verrücktes.
Als der Oswald, also mein Vergewaltiger, im Sterben lag, war ich es, die bei ihm war. Warum ich das getan habe? Ich habe bis zuletzt gehofft, dass er es zugibt. Dass er sagt, das, was ich dir angetan habe, das war nicht richtig. Aber er ist einfach ganz friedlich eingeschlafen, der Sauhund. Ich bin dann weg aus dem Tessin und habe meine zweite Tochter bekommen. Aber auch das ist auseinander. Nach vielen verschiedenen Jobs habe ich eine Anstellung als Nachtwache bekommen. Da ging es aufwärts. Ich habe nachts mein Geld verdient und konnte tagsüber für meine Kinder da sein. Also das war alles in allem eine runde, friedliche Zeit. Wahrscheinlich die beste in meinem Leben. Bis das mit dem Hilfswerk ans Licht gekommen ist und ich 1981 meine Akten las. Das brach mir das Genick, als ich all dieses Zeugs las. Als ich diese Wörter, die über mich seit meinem dritten Lebensmonat geschrieben wurde, gelesen habe. Als ich begriffen habe, wie dieser Prozess gelaufen ist. Als ich verstanden habe, warum ich meine ganze Kindheit wie eine Ware von einem Ort zum anderen verfrachtet wurde. Es war, als ob man mir das Herz lebendig aus dem Körper herausgerissen hätte. Man hat mir auch noch die Schweiz genommen. Als ich gelesen habe, was dieses Land alles getan hat, da bin ich zerbrochen. Ich habe nur noch geweint, konnte nicht mehr schlafen, bin stundenlang durch die Gegend gefahren. Ich wollte zur Mörderin werden, eine rote Spur durch die ganze Schweiz ziehen. Ich wollte meine Kinder und mich umbringen. Ich habe tagelang überlegt, wie ich es machen kann. Aber die Angst, dass es nicht gelingt, war zu groß. Was, wenn eins der beiden überlebt oder behindert zurückbleibt? Und dann muss es auch weg. Und dann erlebt es das Gleiche wie ich. Ich war wie besessen von Todesgedanken. Ich konnte das nicht mehr abstellen. Ich war nicht mehr fähig, meinen Alltag zu bewältigen. Und ich war nicht mehr fähig, eine Mutter zu sein. So ist es dann trotzdem so gekommen, dass ich meine kleinere Tochter weggeben musste. Die größere war zum Glück schon groß genug, um selber auf sich aufzupassen. Mit diesem Zettel auf den Stand: Vorsicht, gewalttätig und sozial stark geschädigt. Und 10 Franken bin ich aus Bad Kludwil in die Freiheit entlassen worden. Ich wusste ja nicht, wohin. Ich hatte ja niemanden. Also bin ich mit dem Bus auf Talwil. Ich stand vor dem Haus meiner Adoptiveltern und wusste, ich bin frei. Ich wusste, nie mehr im Leben lasse ich mir etwas gefallen. Nie mehr fasst mich jemand an. Das gibt es nicht mehr. Ich habe geklingelt und sie hat mich nicht erkannt. Was wählen Sie? Ich bin der Mario, Ihr Adoptivsohn. Ich will keinen Verbrecher in meinem Haus. Und schlägt die Tür vor meiner Nase zu. Da. Ja, da habe ich sie eingeschlagen. Die Tür. Lustig. Ich nie in meinem Leben habe ich Ruf begehrt. Ich habe mich nie gewehrt. Nicht. Aber in dem Moment ist... Oh, da ist der ganze Frust aus mir rausgekommen, die ganze Wut, die sich in den Jahren angestaut hat, und ich habe sie mit der Faust durchschlagen. Ich habe sie richtig durchschlagen, ich bin völlig durchgedreht. Ich habe gedacht, jetzt lohne ich sie um. Das muss aufhören, der Albtraum. Dann ist die Polizei gekommen und hat mich verhaftet. 3 Wochen war ich im Gefängnis in Morgen. Ohne Einvernahmen bin ich da gewesen, ohne nichts. Mit nichts, nichts. Na dann, gleich zu mir. Ja, ein Polizist hat mich dann mit Handschellen runter ins Büro vom Jugendanwalt Dr. Wiemer gebracht. Also, ja, also heute ist ja verboten, Handschellen hinten. Da muss vorne. Er hat nicht mal den Kopf gehoben, der Dr. Wiemer. Hat mich nicht mal richtig, also, begrüßt schon gar nicht. Ja, da haben wir ihn ja schon wieder, den Mario. Ganz spezieller Fall. Wird entlassen, was macht er? Schlägt die Haustüre von den Leuten ein, die es immer nur gut mit ihm gemeint zu haben. Text? Das Einzige, was mir für einen für dich einfällt, ist die Beobachtungsstation in Bollingen. Auf unbestimmte Zeit. Bollingen? Das war für die ganz schweren Fälle. Ich habe kein Wort gesagt. Ich dachte, was,
Was läuft schief in diesem Leben? Das kann doch nicht sein, dass ich jetzt schon wieder... Hast du noch etwas zu sagen? Herr Wimmer, wenn Sie das machen, dann bringe ich Sie um. Ein Polizist neben mir, der Dorfpolizist vor Augen, ist nervös geworden. Ich meine das ernst! Herr Wimmer, dann bringe ich Sie um! Sie dachte, ich bin Sie rein und Sie sind schuld daran! Sie haben mir meine Jugend genommen! Sie haben mir mein Leben genommen! Sie haben mir alles genommen! Und Sie fragen mich jeden Morgen, wie soll ich da sitzen? Selbst was ich sage nicht! Per Zufall kommt eine junge Frau ins Büro. Frau Dr. Frevel hat sie geheißen. Eine Jugendanwältin. Selbst was ich sage nicht! Ich weiß es heilen wollen! Wenn ich vorhin muss, ich schwöre, ich bringe sie um! Was ist denn los? Wieso regt er sich so auf? Ja, du, Vorsicht, ich verzähl's dir denn. Gang du nur jetzt wieder ins Büro. Aber sie ging nicht. Sie schaute mich an und fragte... Wie heißt du? Keine Antwort, eine Nummer oder einen Namen. Also eigentlich zwei Namen, sie können sich's aussuchen. Ach, ja, ich bin einfach sauer gewesen, oder? Wer interessiert das schon? In einer Stunde sitzt sie sowieso in einem Kistenwagen und lernt irgendwo im Gefängnis im Bahn. Warum bist du denn hier? Was hast du denn angestellt? Schauen Sie doch, Bruder Dr. Wimmer. Er hat ja das Blatt vor sich. Ein Blatt hat er von mir. Sonst nicht, oder? Seit 8 Jahren bin ich in Heim. Und vorher bin ich im Waisenhaus gewesen. Was soll ich denn angestellt haben? Kann ich mit ihm reden? Unter 4 Augen? Ja, aber nur in Begleitung. Wirst du abhauen? Machst du mir da etwas? Nein, ihnen mache ich sicher nichts. Sie haben mich nichts gemacht. Tote Dr. Wimmer, da muss aufpassen! Ja, der wird abhauen. Wirst du abhauen? Also, ob ihr wisst, wohin. Wir sind dann ins andere Büro. Der Polizist hat vor der Tür gewartet. Dann habe ich ihr alles erzählt. So wie jetzt hier. 2 Stunden habe ich erzählt. Sie ist redewiss worden. Dann ist sie kurz raus zum Dr. Wimmer und ist wieder zurückgekommen. Hast du Hunger? Leck du mir das. Das ist wirklich ein Glücksfall, die Frau Frevel. Wenn wir jetzt runtergehen ins Mikro, hast du sicher nicht ab. Nein, sie haben mir nichts leid. Ich hau ihnen sicher nicht ab. Nur der Dr. Wimmer, der will ich nicht sehen. Was hättest du denn gern? Und ich weiß noch, Cremeschnitte, habe ich gesagt. Das erste Mal im Leben habe ich Cremeschnitte gegessen. Ein Cremeschnitte in Freiheit. Fritz Meyer, der ehemalige Direktor der Strafanstalt Hindelbank, erinnert sich im Alter von 89 Jahren. Im Laufe der 60er Jahre wurden immer jüngere Frauen eingewiesen. Es kam sogar der Antrag, eine 13-Jährige aufzunehmen. Den lehnten wir aber ab. Natürlich habe ich mich immer wieder gefragt, ob die Strafanstalt das Richtige sei für diese Mädchen. Aber wir waren verpflichtet, sie aufzunehmen. Wenn ich heute mein Tagebuch von damals durchlese, frage ich mich, wie ich das verantworten konnte. Der Schweizer Psychiater Roland Kuhn, der in Münsterling gewirkt hat, gilt als Vater der Antidepressiva. Sein Ruhm gründet auf den Missbrauch hunderter ahnungsloser Patienten. Die meisten psychiatrisierten Kinder und die meisten Erwachsenen sind durch fürsorgerische Zwangsmaßnahmen in Anstalten und Kliniken gekommen. 1988, als der Kanton Thurgau seine Ethikkommission zur Überwachung der klinischen Versuche einsetzt, ruft Kuhn seine Forscherkollegen auf.
Kehr zurück zu jenen Methoden, die seinerzeit zu dem großen Erfolg geführt haben. Der Gemeindeammann, der damals auch CVP-Nationalrat und Vorstand der Vormundschaftsbehörde von Altstetten war, im Alter von 90 Jahren. Man macht dir das sicher nicht leichtfertig. Es kann aber schon sein, dass auch Sachen vorgekommen sind, die nicht in Ordnung waren. Die Akte der Carol S. hatte er aus aktuellem Anlass noch einmal studiert. Ich habe mir im Fall der Carol S. nichts vorzuwerfen. Also mir ist im Grunde genommen wichtig, dass ich nicht nur als alleiniges Opfer dargestellt bin. Man muss einfach wissen, dass ganz viele Frauen wie Männer betroffen sind von der ganzen Geschichte. Und vor allem was die Justiz anbelangt, auch das muss aufgearbeitet werden, weil das ist ein grosses Unrecht. Und es bringt einfach nichts, wenn man nur jetzt über die ganzen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen studiert und diskutiert. Die Justiz hat einen grossen Teil an der ganzen Geschichte auch mit tun und darum muss das aufgearbeitet werden. Manchmal frage ich mich, was man überhaupt noch alles tun muss, damit endlich jemand hört und die ganze Geschichte aufgearbeitet wird. Oder muss man dann einfach mit einem Plakat aufs Gleis stehen, damit sich in der Justiz endlich etwas bewegt?